Wie werden die Incoterms 2010 eingeteilt? Antwort: in zwei Gruppen. Und diese beiden Gruppen lauten einmal Klauseln für jede Art von Transport und Klauseln für den Schiffstransport. Das ist die Antwort, das ist die Einteilung für die Incoterms 2010. Zwei Gruppen, einmal Klauseln für jede Art von Transport und Klauseln hier in der anderen Gruppe für den Schiffstransport. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Lernen ohne Leiden. Mein Name ist Dr. Marius Ebert. Seit mehr als 25 Jahren lernen Menschen durch meine Methode leichter und bestehen ihre Prüfung sicher. Meine Methode funktioniert schnell und sicher. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann klicken Sie bitte auf den Link unter diesem Video.